Hallo Leute, es ist der nächste Tag der Con und ich sitze hier in der Live Stage, denn hier kommt gleich Petra Scheser, die Anime-Sängerin von Detective Conan mit einer Kraft, Ranma 1,5, One Piece und viele weitere. So, wir zeigen euch jetzt ein paar Ausschnitte von Petra Scheser, hier bei Sakura TV. Die Leute fragen die Stimme.
Das ist eine total nette Frage tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ich berühmt bin. Also ich glaube, ich habe das, dieses Ausmaß, so wie ich das jetzt hier erlebe bei euch, das habe ich tatsächlich noch vor gar nicht allzu langer Zeit erst mitgekriegt. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte oder habt das in den sozialen Medien verfolgt. Meine Tochter Julia Schäser, die übrigens auch eine ganz großartige Künstlerin ist, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal ausgecheckt habt. Bekannter wie ich, die hat eigentlich viel, viel coolere Sachen gemacht in letzter Zeit. Und erzähle ich euch gleich noch. Jedenfalls, die hat tatsächlich ein Reaction Reel gedreht auf ein Video, wo jemand den Heller als Licht Song auf ein Reel unterlegt hat. Und da hat sie ein Reaction Video gemacht und dieses Video ist innerhalb von ganz kurzer Zeit viral gegangen. Und da habe ich mir schon gedacht, irgendwie, das könnte sein, dass das ein paar Leute kennen, so. Genau, und dann war das wirklich so eine Geschichte, dass sie an Weihnachten gekommen ist und gesagt hat, Mama, auf ihrem Kanal lief das ja die ganze Zeit, ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ich habe nur gesagt, was machst du da eigentlich? Ich sehe hier immer nur, dass Leute mich anschreiben, deine Tochter. Und ich so, okay. Was macht das Kind da? Und dann hat sie tatsächlich eben einfach so viele Anfragen bekommen, dass ich soll das doch nochmal singen, Heller als Licht. Und ich dachte mir, wieso soll ich das singen? Das gibt's ja auf der Platte und das kann man anhören, also wieso? Und dann hat sie mich einfach total überrumpelt, indem sie an Weihnachten, am Heiligabend, irgendwie kam und gesagt hat, Mama, also wirklich kurz vor der Bescherung, jetzt komm mal rüber, irgendwie komm mal ins Wohnzimmer, jetzt bist du, hast dich gerade schick gemacht hier, jetzt setz dich mal dahin, sing mal Heller als Licht. Als diese Frage kam, aber sie war so vehement, dass ich mir gedacht habe, naja, in Gottes Namen singst du es halt, für was soll das sein? Dieses Video ist tatsächlich richtig durch die Decke gegangen auf TikTok. Das hat, glaube ich, inzwischen 3,6 Millionen Klicks. Also das ist richtig krass. Ihr könnt mal gucken, ich habe ein Foto mitgebracht. Ja genau, da sieht man es. Sie hat es noch drauf, hat sie geschrieben. Also, wie Kinder halt so sind, ne? Genau. Aber tatsächlich war das, um deine Frage zu beantworten, tatsächlich der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, 3,6 Millionen Leute hören jetzt den Song. Okay, alles klar, gut. Ja gut, also hier oben hat sich jemand gemeldet, bevor es irgendwie losging. Vielleicht hat sich durchgängig gemeldet, ich weiß es nicht. Ja, hallo, ich wollte dich nur mal fragen und zwar, ich wüsste gerne, ob man irgendwie mal eine Fanadresse von Andi Knote oder so, ob du da was weißt. Ich würde ihm gerne mal danken wollen. Also, ich denke mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da Andi Knote eine wirkliche Fanadresse hat, aber er hat natürlich eine Website. Und ich denke mal schon, dass man über die Website was schreiben kann oder Kontakt aufnehmen kann. Das denke ich mal schon. Aber da müsst ihr ihn selber fragen, ob der eine wirkliche so eine Fanadresse hat. Das kann ich gar nicht beantworten. Sorry. Ich wollte fragen, ob es jetzt mehr Auftritte geben wird oder das erstmal das letzte sein wird. Tatsächlich habe ich noch keinen weiteren Auftritt. Aber es gibt ein paar, glaube ich, Anfragen jetzt inzwischen von anderen Cons oder von auch irgendwelchen Veranstaltern. Tatsächlich, ich würde gerne. Ja. Yeah.
doch her.